Was soll ich sagen? Kanada ist einfach special. Unberührte Natur, schneebedeckte Berge, grüne Wälder, klares Wasser, absolute Wildnis. Und wenn nicht gerade Knossi und Trimax bei Seven vs. Wild rumschreien, ist es eigentlich auch ziemlich ruhig. Und die Menschen, die lieben Kanada. Kaum ein Land auf der Welt ist so beliebt wie das mit der höflichen Pferdepolizei, dem Ahornsirup und die Heimat von Justin Bieber und Drake. I like what Drake likes. Ich meine, hier gibt es ein paar der lebenswertesten Städte der Welt. Vancouver, Toronto, Montreal. Ein Vorzeigeland, wenn es um Einwanderung geht. Aber Kanada hat auch eine andere, eine dunkle Seite. Zieht euch das mal rein. Nein, das ist nicht Mordor, das ist Kanada. Die dreckigste Ölproduktion der Welt liegt in Kanada. Hier sind in den letzten Jahrzehnten einfach mal 4000 Frauen verschwunden, und zwar mit System. Sie haben uns nicht wie Menschen behandelt, sondern wie Tiere, ohne Gefühle. Wir sind bei unserer Recherche immer wieder auf ein grauenhaftes Wort gestoßen. Genozid, also Völkermord. In der neuen Folge von Atlas zeige ich euch die dunkle Seite von Kanada und wie dieses grüne Vorzeigeland irgendwie seine eigenen Ideale verrät. Ich bin Don Pablo Mulemba, freut mich, dass ihr es geschafft habt. Bitches calling my phone like I'm locked up nonstop. From the plane to the fucking helicopter. Und jetzt ab nach Kanada. Denn das Land ist ganz objektiv betrachtet ein sehr, sehr gutes Land. Für manche vielleicht sogar das beste Land der Welt. Naja, um auf diese Frage eine Antwort zu bekommen, könnte man natürlich nach Kanada reisen. Heli-Skiing in den Rocky Mountains, in riesigen Blockhütten mitten im Wald abhängen oder vor Vancouver Island Wale gucken. Ja, Kanada ist wirklich impressive, aber das Land ist einfach zu groß, als dass wir diese Frage wirklich ernsthaft beantworten könnten. Ich meine, Kanada ist das zweitgrößte Land der Welt. Und deshalb haben wir in eins der wichtigsten Rankings überhaupt geschaut, den US News and World Report. Und tatsächlich schneidet Kanada darin sehr, sehr gut ab. Mit einem Score von 99,3 von 100 Punkten liegt das Land auf Platz 2, knapp hinter der Schweiz. Dieser Score setzt sich aus allen möglichen Kategorien zusammen. Sicherheit zum Beispiel, da liegt Kanada sehr weit vorne. Auch bei Menschenrechten und Umweltschutz hat das Land einen ziemlich hohen Score. Das Absurde ist, wir sind bei unseren Recherchen auf einen Bericht von Human Rights Watch gestoßen, der so ziemlich das Gegenteil davon behauptet, nämlich massive Menschenrechtsverletzungen und wahnsinnige Umweltverschmutzung. Das sind die sogenannten Ölsande im kanadischen Bundesstaat Alberta. Die gelten als das größte industrielle Projekt auf dem Planeten und als die schmutzigste Ölproduktion der Welt. Aber wie geht das alles zusammen? Man kann sagen, Kanada setzt sich eigentlich schon für die Umwelt ein. Auch der Klimawandel spielt eine wichtige Rolle in der Politik. 2019 hat das Land zum Beispiel den Klimanotstand ausgerufen. Aber buchstäblich am nächsten Tag hat die Regierung eine riesige Ölpipeline genehmigt. Das Trans Mountain Expansion Project. Aber warum macht Kanada das? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach und ihr könnt sie euch auch denken. Es geht natürlich ums Geld. Kanada zählt zu den Top 10 der größten Volkswirtschaften der Welt. Und das liegt daran, dass sich das Land neben der Umwelt auch für Konzerne einsetzt. Besonders für Öl- und Gaskonzerne. Kanada ist unter den größten Industrienationen der Welt der größte öffentliche Geldgeber für die Öl- und Gasindustrie. Laut einer Studie von der kanadischen Regierung erwärmt sich Kanada einfach mal doppelt so schnell wie andere Länder auf der Welt. Und das liegt vor allem an Emissionen. Und da kommen wir wieder zum nächsten Ranking. Kanada ist unter den G20-Staaten Platz 2, wenn es um den Ausstoß von Emissionen pro Kopf geht. Dieses Jahr hat Kanada die mit Abstand schlimmsten Waldbrände in seiner Geschichte erlebt. Dabei ist eine Fläche von 15 Millionen Hektar abgefackelt. Das wäre also so fast halb Deutschland. Diese Katastrophe hat sogar New York erreicht und die ganze Stadt in gelben Rauch gehüllt. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Bilder. Und wenn ihr dachtet, dieser Smog und die Ölsande seien schon dreckig, dann zieht euch das mal rein. Es gibt in Kanada eine Gegend namens Montney Formation. Hier tief unter der Erde schlummert eine der größten Gasreserven der Welt. Wenn Kanada das alles anzapft, dann emittieren sie einfach mal 30 mal so viel, wie ihre eigentlichen Klimaziele erlauben. Und das macht Kanada auch. Zehntausende Fracking-Operationen zapfen diese CO2-Bombe an und es soll noch Tausende dazukommen.
Außerdem hat Kanada vier riesige Pipelines genehmigt, um vor allem dieses Gas an die Küste zu transportieren. Eine dieser Pipelines wird bereits gebaut, die Coastal GasLink Pipeline. Und die hat nicht nur jetzt schon über 50 Umweltschutzregeln gebrochen, die ist auch noch aus einem anderen Grund ein ziemlich großes Thema in Kanada. Schaut euch mal dieses Video an. Ihr seht hier eine Gruppe Kanadier, die sich in ihrer Hütte verbarrikadiert haben. Videos im Internet dokumentieren eindrücklich, wie die kanadische Polizei anrückt, wie sie Türen mit Äxten und Motorsägen aufbrechen und wie sie bis an die Zähne bewaffnet durch den Schnee marschieren. Denn diese Menschen in der Hütte sind indigene Kanadier. Sie gehören zu den Wet'suwet'en und sie sind die einzigen, die dieser Pipeline noch im Weg stehen. Ihnen gehört das Land, durch das diese Pipeline durch soll. Und zwar seit Jahrhunderten. Dass sie die Hoheit über dieses Land haben, hat auch der oberste kanadische Gerichtshof entschieden. Und, das sagt auch, die Deklaration der Rechte indigener Völker der Vereinten Nationen, die nach kanadischem Recht auch bindend ist. Die Wet'suwet'en wollen nicht, dass diese Pipeline durch ihr Land gebaut wird. Doch das oberste Gericht im Bundesstaat British Columbia hat verfügt, dass die Coastal GasLink Pipeline trotzdem durch darf. Und obwohl die Wet'suwet'en ziemlich friedlich gegen die Pipeline protestieren, hat die Regierung eine Spezialeinheit der freundlichen Pferdepolizei, aka die Mounties, gegründet. Sie wird auch Pipeline Unit genannt und ihre Aufgabe ist es, Demonstranten zu beseitigen. Und wie diese Pipeline Unit so drauf ist, sieht man ja ganz gut in diesen ganzen Videos. Und das bringt uns wieder zu diesem Bericht von Human Rights Watch. Denn der kommt zu dem Schluss, Kanada hat seine indigene Bevölkerung wahnsinnig schlecht behandelt. Das Land hat hier versagt. Earlier this morning, the National Inquiry formally presented their final report, in which they found that the tragic violence that indigenous women and girls have experienced amounts to genocide. Der kanadische Präsident Justin Trudeau bezieht sich hier auf die sogenannten Missing and Murdered Fälle. Seit etwa 40 Jahren verschwinden indigene Frauen spurlos. Oft werden sie tot aufgefunden, in Straßengräben, in Mülldeponien. Und eine Landstraße in Kanada hat sogar den Namen Highway of Tears bekommen, weil hier solche Sachen besonders oft passieren. Mehr als 4000 indigene Frauen gelten als missing and murdered. Sie sind in den letzten Jahren entweder verschwunden oder getötet worden, teilweise von Serienmördern. Doch was mit den meisten von ihnen passiert ist, weiß niemand so genau. Wie kann sowas in einem der sichersten Länder der Welt passieren? Und wieso nennt das der kanadische Präsident einen Genozid, also ein Völkermord? Dafür müssen wir verstehen, wie indigene Menschen in Kanada dastehen und in eines der dunkelsten Kapitel des Landes schauen. Denn im Mai 2021, wurden in Kanada 215 unmarkierte Kindergräber entdeckt. Nur einen Monat später, an einer anderen Stelle, nochmal 715 weitere Gräber. All diese Kinder waren Schüler einer sogenannten Residential School, einem katholischen Internat für indigene Kinder. Generationen indigener Kinder wurden traumatisiert unter der Obhut der Kirche. Ihren Eltern drohte Gefängnis, wenn sie ihre Kinder nicht freiwillig in Umerziehungsinternate brachten. Der Staat wollte mit Hilfe der Kirche ihre Sprache auslöschen, ihre Kultur zerstören. Mehr als 150.000 indigene Kinder wurden in diese Internate gesteckt. Das ging einfach mal bis 1996 so. Sie haben uns nicht wie Menschen behandelt, sondern wie Tiere, ohne Gefühle. Sie waren so gemein zu uns. Als wollten sie, dass wir alle sterben. Aber wir leben noch, wir sind noch hier. In diesen Residential Schools wurden die Kinder aufs Übelste misshandelt und Tausende starben durch Unterernährung, Tuberkulose, Unterkühlung, Flucht, Suizid oder Mord. Viele der Kinder landeten in diesen unmarkierten Massengräbern, die teilweise von anderen Kindern gegraben werden mussten. Mittlerweile hat eine Kommission 4.117 Todesfälle von indigenen Kindern in diesen Residential Schools gezählt. Doch bis zu 6.000 weitere gelten laut Behörden immer noch als vermisst. Was in den Residential Schools abging, wird heute in Kanada als kultureller Genozid anerkannt. Denn der kanadische Staat hatte das Ziel, indigene Kultur auszulöschen. Als kultureller Genozid gelten auch andere Methoden, wie der sogenannte 60s Scoop. Zwischen 1960 und 1990 wurden bis zu 20.000 indigene Kinder
ihren Familien entrissen, um sie in weiße Familien zu assimilieren. Und dann sind da die Zwangssterilisationen. Dass offenbar auch noch seit den 1970er Jahren mindestens 12.000 indigene Frauen in Kanada dazu gezwungen wurden, sich ihre Eileiter unterbinden zu lassen, damit sie keine Kinder mehr bekommen können. Es gibt immer noch Fälle, wo Ärzte diese alte Praxis einfach weiterführen. Nach Geburt eines Kindes, nach einer Abtreibung oder einer Operation im Unterleib, ohne ein Verständnis, die Eileiter von Frauen zu entfernen. Es passiert weiter jeden Tag. Das hat uns in Ottawa eine engagierte Senatorin gesagt, Yvonne Boyer. Und eine große Zahl von Aktivisten, Ärzten, Politikern und mindestens 5 Sammelklagen bestätigen, dass es weiterhin Zwangssterilisierungen indigener Frauen in Kanada gibt. Sie kämpfen für eine Entschädigung für die Betroffenen und auch für gesetzliche Maßnahmen, um die Zwangssterilisation von Frauen zu verhindern und zu bestrafen. All das wurde erst in den letzten 20 Jahren wirklich versucht aufzuarbeiten. Das Ding ist aber, viele dieser Praxen bestehen in irgendeiner gewissen Form auch heute noch. Ein indigenes Kind hat heute ein 13-mal höheres Risiko, von seinen Eltern getrennt und in Pflege gegeben zu werden, als ein Nicht-Indigenes. Bis 2019 konnte das Jugendamt jedes Kind sofort einziehen, wenn die Mutter in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. Und das zielt aufgrund der kanadischen Geschichte vor allem auf Indigenen. Auch die Residential Schools haben definitiv ihre Spuren hinterlassen, denn viele Überlebende konnten das ganze Erlebte nie richtig verarbeiten. Sie wurden depressiv, griffen zu Alkohol und Drogen und sind traumatisiert. Diese ganzen Verbrechen aus Kanadas Geschichte haben aber nicht nur sehr viel Schmerz in der indigenen Community hinterlassen, sondern auch eine strukturelle Ungleichheit. Ob bei der Bildung, im Gesundheitssystem, bei Jobs oder dem allgemeinen Lebensstandard. Indigene haben es in vielen Bereichen immer noch schwerer als andere Kanadierinnen und Kanadier. Viele Indigene haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, keine Duschen, keine Heizung und das in Kanada. Fast die Hälfte der indigenen Haushalte hat außerdem zu wenig zu essen. Und wäre all das nicht schon schlimm genug, kommt natürlich noch Polizeigewalt on top. Oder dass wegen schlechter Strukturen Indigene viel häufiger in die Kriminalität abrutschen und im Gefängnis landen. Die Suizidrate bei indigenen Kanadiern ist bis zu 7-mal höher als bei nicht-indigenen Kanadiern. Die Mordrate an indigenen Frauen bis zu 16-mal höher. Und damit sind wir bei einer der krassesten Nachwirkungen von Kanadas düsterer Vergangenheit, den mehr als 4.000 verschwundenen oder getöteten indigenen Frauen, die Missing and Murdered. Unter Premierminister Trudeau gab es eine umfassende Untersuchung zu vermissten indigenen Frauen und Mädchen. Die Ergebnisse kamen 2019 und dieser Bericht wirft den kanadischen Behörden vor, dass sie über Jahrzehnte bewusst ignoriert haben, dass übermäßig viele indigene Frauen verschwunden sind oder ermordet wurden. Das Ergebnis dieses Berichtes? Genozid, also Völkermord. Genozid bedeutet nach internationalem Recht die vorsätzliche Zerstörung einer geschützten Gruppe. Stichwort Residential Schools, 60 Scoop, Zwangssterilisation. Und laut der Untersuchungskommission hat diese Zerstörung in Kanada halt nie wirklich aufgehört. Indigene Kinder werden immer noch unverhältnismäßig oft ihren Eltern entzogen. Und auch Zwangssterilisationen bei indigenen Frauen kommen immer noch vor. Und wenn man das große Ganze mal betrachtet, dann kann man schon sagen, Kanada hat zwei Seiten. Einerseits stimmt es ja alles. Kanada ist ein sehr modernes Land mit einem sehr hohen Lebensstandard, wunderschöner Natur und setzt sich international für Menschenrechte ein. Doch Kanada hat noch eine andere Seite. Eine Seite, bei der Justin Trudeau von einem aktiven Genozid an der indigenen Bevölkerung redet, wo Kanada mitten in einem selbsternannten Klimanotstand wie verrückt Pipelines subventioniert und CO2-Bomben anzapfen lässt, in der sowas wie die Ölsande von Alberta existieren. Eine Seite, die auf dem Ranking für das beste Land der Welt irgendwie nicht so eine große Auswirkung hat. Jetzt will ich mal von euch wissen, hättet ihr das von Kanada gedacht? Und jetzt mal ohne zu googeln, welchen Platz glaubt ihr, hat Deutschland im Länderranking gemacht? Und warum? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Wenn ihr kein Atlas-Content mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke hier, zeigen wir euch Irans Netzwerk des Terrors. Und hier geht es zum großen 7 vs. Wild Quiz von Worldwide Wohnzimmer.